Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Folge der Düsseldorf-Karriere. Und wir starten direkt rein, es wird richtig, richtig spannend, die letzten zwei Folgen stehen vor der Tür, wir sind im DFB-Pokal-Halbfinale und in der Liga geht es tatsächlich noch um alles. Und deshalb auch direkt von euch, ich will wieder euren Support, es ist unfassbar, was ihr abreißt, die letzte Folge über 7000 Aufrufe, ich glaube über 700 Likes. Und deshalb auch wieder an der Stelle, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da, schreibt weitere Kommentare unten rein natürlich in Sachen Vorschläge, Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Schickt sehr, sehr gerne auch meine beiden Partner OneFootball und TheZone ab. Die Links dazu findet ihr beide unten in der Videobeschreibung. Ist natürlich kostenlos, der kostenlose Link zu der App OneFootball und der kostenlose Link zum Gratis-Monat von TheZone. Und dann geht das Intro wieder viel zu lang, die Facecam verschwindet nicht, sie wird nur kleiner und wir starten direkt ins Menü. Let's go! Starten wir direkt also mit der Tabelle im Hintergrund. Wir stehen auf Platz 6 und das ist richtig gut, gemessen daran, welche Gegner wir allesamt im letzten Monat hatten, beziehungsweise noch im aktuellen, denn ich habe den aktuellen Monat noch nicht bis zum 1. wieder vom nächsten Monat simuliert. Wir hatten Leipzig, wir hatten Bayern, wir hatten dann Hoffenheim, dann ging es weiter mit Leverkusen und dann noch mit dem BVB. Das waren allesamt Teams oben aus der ersten Tabellenhälfte oder aus der oberen Tabellenhälfte, vier davon unter den Top 5. Und in dieser Folge haben wir verhältnismäßig einfachere Gegner. Wir werden Köln simulieren, Hannover und auch Hamburg, spielen dann das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München und dann auch noch das letzte Spiel zu Hause gegen Gladbach. Bevor wir dann in den letzten Monat gehen, und da könnte es nochmal eine mehr oder weniger XXL-Folge geben, Mainz vielleicht selber spielen, Hertha auch und auch noch Schalke, beziehungsweise Schalke, Hertha, so rum, stimmt das Ganze gerne mal über das i ab. Sollen wir die letzten drei Spiele allesamt selber spielen? Bleibt also vollkommen euch überlassen. Im Hintergrund nochmal ganz kurz der Blick auf die Trainingseinheit. Das werde ich natürlich immer wieder parallel machen. Da werden wir aber nicht mehr so intensiv drauf eingehen. Auf was wir jetzt intensiver drauf eingehen werden, ist auf das erste Spiel. Köln, Live-Simulation. Zwei Änderungen in der Startformation. Schulte raus, genauso auch Fasnacht. Jakob Brunnarsen geht nach rechts und links dann Jan Fiete ab und Hatschi auf die 10. Ja, Heimspiel gegen den ersten FC Köln, aber kein typisches Heimspiel. Es ist natürlich ein Derby. Cordoba, Mateta, Larsen, Gelb-Rot. Und damit ist es bis hierhin mal jetzt ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Es ist zur Pause ein 1:1. Vielleicht halten wir das hier, nehmen einen Punkt mit. Wir sind knapp drei Viertel der ganzen Partie komplett in Unterzahl. Und das ist natürlich alles andere als ein Vorteil. 15 Minuten, Mateta bringt uns in Führung. Das wird doch wohl nicht ein Sieg. Das wird ein Sieg! Derby-Sieg gegen den ersten FC Köln, weil Jean-Philipp Mateta rasiert. Zwei Tore macht und das trotz Rückstand und sogar beim Stand von 1:1, trotz Unterzahl. Wir waren tatsächlich 65 Minuten nur noch zu 10. Holen weitere wichtige Punkte für den Kampf um Europa, um Champions League, um alles, vielleicht sogar noch um die Meisterschaft. Aber wir sehen auch, dass es so unfassbar eng ist, die ersten sechs Teams. Also wir spielen safe Europa League. Soweit würde ich mich festlegen, wobei mir das auch noch um die eigenen Ohren fliegen könnte. Aber wenn wir jetzt schon oben dabei sind, will ich auch in die Champions League. Und dafür dürfen wir uns kaum noch Patzer erlauben. Heißt, wir müssen den Maßstab auch etwas höher setzen, würde ich einfach mal behaupten. Ob es realistisch ist, weiß ich nicht, vielleicht nicht unbedingt, aber in Hannover will ich mindestens einen Punkt. Jakob Brunn-Larsen ist nicht dabei, dafür Fasnacht jetzt wieder zurück in der Startformation und Mateta trifft. Mason Mount tatsächlich mit dem Ausgleich dann für Hannover. Mateta mit dem 2:1 Auswärtstor und das ist wichtig und damit würde ich mich schon fast festlegen, dass wir einen Punkt sicher haben, denn wir stehen in der Defensive oft gut und haben Hatschi, der es in der Offensive genauso gut macht wie Mateta, der in einer unfassbaren Form ist, wieder doppelt trifft und wieder, wie auch zuvor gegen Köln, der absolute Matchwinner ist. Der nächste Sieg hier. Jetzt aber nicht zu überheblich werden. Der HSV ist ein vermeintlich schwächerer Gegner, aber das könnte durchaus eine Überraschung geben. Wir haben gewonnen gegen Köln, gewonnen gegen Hannover und haben Jan Fiete Arp, der gegen die ehemaligen Mannschaftskollegen jetzt das 1:0 macht und endlich mal das Vertrauen, was wir ihm geben, hier zurückzahlt mit einem Tor. Das sei ihm auch wirklich gegönnt. Er hat keine einfache Zeit hier bisher bei uns gehabt. Komm schon, jetzt das 2:0. Mateta vielleicht? Nee, der ist schon draußen, oder? Ja, Richter ist dafür reingekommen. Komm schon, das 2:0. Ich will drei Punkte gegen den HSV. Ich will weiter oben dranbleiben. Es könnte noch was passieren. Es ist Hatschi mit der Erlösung. Es ist Fagundes noch mit dem Anschluss. Das reicht aber nicht mehr für Hamburg. Der nächste Sieg. Drei Spiele, drei Siege und alle in der Live-Simulation. Und das macht sich jetzt wie folgt bei der Tabellenposition aktuell bemerkbar. Wir sind gleich auf mit Dortmund, gleich auf mit Hoffenheim und haben tatsächlich schon 5 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg und auf Bayern. Gleichbedeutend damit auch einen nur Europa-League-Platz. Also, wenn wir uns nicht allzu dumm anstellen, dann könnten wir nächstes Jahr in die Champions League gehen und mit etwas Glück sogar auch noch Richtung Meisterschaft. Also aktuell sieht es danach aus, zumindest so, dass die Möglichkeiten noch da sind. Wir gewinnen die wichtigen Spiele und jetzt auch eins gegen den FC Bayern München, was wir hoffentlich gewinnen werden. Es ist natürlich alles andere als ein Selbstläufer, aber wir haben den FC Bayern vor der Brust und dann werden wir das natürlich auch angehen. Leverkusen-Dortmund ist das andere Halbfinale und wir werden an der Startformation was ändern. Personell nichts, aber an der Formation. Wir spielen jetzt hier im 4-2-2-2 mit zwei typischen Sechsern, zwei typischen Zehnern und zwei Stürmern. Jan Fiete Arp und Mateta. Warum? Ganz einfach.
einfach, ich will den FC Bayern München sehr, sehr früh pressen, ich will früh stören und will den Gegner damit zu frühen Ballverlusten zwingen und hoffen, dass wir da auch die Defensive entlasten können. Das ist das Ziel. Wir gehen rein. Zu Hause gegen den FC Bayern München. Shake hands beider Teams und wir sind jetzt in-game. Die Kopfhörer aufgesetzt und der DFB-Pokal natürlich als großes Ziel, zumindest der Einzug ins Finale. Unsere Startformation seht ihr im Hintergrund. Ich freue mich drauf. Ich weiß aber auch, dass wir uns eigentlich keine Fehler erlauben dürfen. Ihr habt mir aber in die Kommentare geschrieben, zuletzt haben wir ja gegen den FC Bayern München gewonnen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe irgendwie im Gefühl gehabt, dass wir davor nie gewonnen haben, aber in der letzten Saison auch schon tatsächlich immer den Münchner Rekordmeister hier also geärgert. Und das ist gut gegangen. Und jetzt kommt folgende Startformation mit Neuer, Kimmich, Boateng und Süle. Mario Rui als Linksverteidiger, den ich eigentlich ja im letzten Spiel als Schwachstelle ausgemacht habe, der aber richtig gut gespielt hat. Und das ist die Viererkette. Und davor dann ein Dreieckzentrum, war aber ziemlich schnell weg, die Animation, weshalb ich mich erstens verlabert habe und zweitens nicht mehr einblenden konnte. Also, Anstoß, wir in Rot, der FC Bayern München in Grau. Halbfinale, DFB-Pokal. Bisher wirklich noch gar nichts passiert. Mateta jetzt im Laufduell. Mateta, kriegt er den noch vorbei? Mateta! Und dann ist es Neuer, der da noch rankommt. 14. Spielminute, die erste Riesenchance im Spiel. Bisher passiert wirklich noch gar nichts. Hier vor Bayern Neuer, zuvor zu weit vorgelegt, aber dann ist Neuer mit da. Der Ball wäre aber, glaube ich, nicht ins Tor gegangen. Zumindest sah es nicht so aus. Darauf folgende Ecke, Puig, der ist natürlich alles andere als groß und damit auch nicht kopfballbegabt. Jetzt aber Arne Meyer, 20 Meter Torentfernung, probiert's. Ball abgefälscht, nächster Eckball. Und vielleicht können wir ja gerade durch Standards irgendwie was anrichten. Mateta ist dafür ja ein Spezialist, der die Kugel auch in die Mitte bringt. Und dann ist es wieder der Rebound. Dann ist es Baumgartl, aber der Ball ist deutlich am Tor vorbei. Die 17. Spielminute aber, beziehungsweise die letzten 5, zeigen, dass wir hier aktuell besser im Spiel sind. Komor jetzt mal über die linke Außenbahn. 24 Minuten gespielt und er lässt Arne Meyer gar keine Chance. Die Flanke ist gut, aber Douglas Santos ist da dazwischen. Aber dann ist eine riesen Lücke hier im Mittelfeld. Die Bayern haben da die Chance dann wieder aufzubauen. Über Goretzka, über Komor. Aber dann ist Endstation Arne Meyer. Das macht er gut, aber dann macht das umso schlechter. Rüdig ist dazwischen und vielleicht jetzt einfach mal vor die Kugel. Das ist eigentlich der spielerische Aspekt, der hier nicht unbedingt jetzt im Vordergrund stehen muss. Schon gar nicht, wenn man in der Defensive so in der Bredouille ist. Hachi raus, Kimmich und Boateng hier im Zusammenspiel. Wir müssen die Kugel jetzt aus der Gefahrenzone bringen hier. Boah, schaffen wir nicht. Das ist Corentin Tolisso und das ist Kingsley Coman. Und das ist Schuber, der das erste Mal jetzt auch ran muss. Die Bayern kommen jetzt besser rein. Ja, vor kurzem noch gesagt, dass wir die bessere Mannschaft sind. Das hat sich jetzt geändert. Der FC Bayern München dreht den Spieß komplett um und ist jetzt in der Partie angekommen. Hier aber ein Fehler nach eigener Ecke. Und vielleicht schaffen wir es ja hier jetzt mal etwas Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Das ist zumindest mal schön gespielt. Jetzt ist oben alles frei, aber der Pass ist nicht gut. Jan Fiete ab, der ist einfach nur verschenkt. Das war eine gute Möglichkeit hier für einen Riesenkonter. Vielleicht machen wir es jetzt aber besser über Mateta. Da ist wieder Hachi, der hat die Kugel, der führt die wirklich lange. Unten ist Jakob Brunlarsen. Ich habe den schon drin gesehen, beziehungsweise zumindest im 16er. Dann ist aber Niklas Süle dazwischen, der das Tempo aufnimmt und der da natürlich dann auch das Tempo hat, um einen solchen Ball noch abzufangen. Puig aus der Distanz. Der Ball ist aber am Tor vorbei. 42. Minute. Wir wollen Bayern zeigen, dass wir auch in der Offensive durchaus gefährlich sein können. Haben wir am Anfang gemacht, auch jetzt wieder ein bisschen, aber zwischenzeitlich deutlich nachgelassen. Es wirkt auf mich so ein bisschen, die Bayern machen nicht mehr, als sie aktuell müssen, auch wenn es natürlich noch 0-0 steht. Lewandowski probiert's. Ja, und da ist er drin. 44. Spielminute mit dem schwächeren linken Fuß hat er dennoch mehr Präzision als wir zuvor in allen Chancen. Kingsley Coman, hier ist es Baumgartl, der es eigentlich noch probiert, der es eigentlich gar nicht schlecht macht, aber dann trotzdem nicht erfolgreich in den Zweikampf geht. Lewandowski, ja, 18, 19 Meter Torentfernung werden das hier sein. Ja, platziert, lässt Schubert keine Chance und bringt den FC Bayern München mit 1-0 in Führung. Es ist nicht unverdient. Ob es verdient ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber es geht auch durchaus so in Ordnung. Genauso wie wenn wir mit 1-0 in Führung gegangen wären. Es ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Und wie gesagt, irgendwie war es so, die Bayern machen nicht mehr, als sie hier müssen. War ein leichtes, arrogantes Auftreten. Zumindest hätte man das so interpretieren können. Aber es ist aktuell erfolgreich. Und das ist natürlich dann das Einzige, was zählt. Wir kommen jetzt über Jakob Brunlarsen im 16er. Wohin mit der Kugel? Vielleicht auf Mateta. Direktabnahme drin! Das ist die 49. Spielminute und wir sind noch in der ersten Halbzeit. 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt und da werden sich die Bayern vermutlich beschweren. Ist uns völlig egal, wie lange Nachspielzeit. Es sind tatsächlich dann 4 geworden, obwohl nur 2 angezeigt wurden. Das war jetzt dann vermutlich auch die letzte Aktion und eine ganz wichtige. Puig und Arp gehen aus der Partie. Richter und Geiger kommen dafür rein und wir bleiben der Formation treu, die eigentlich ganz gut funktioniert hat. Wir lassen nicht ganz so viel zu, aber auch in der Offensive passiert nicht ganz so viel. Es ist eigentlich ziemlich neutral. Sehr mittelfeldlastig. 45 Minuten mal mindestens noch. Jetzt wieder Bayern. Bayern, Serge Gnabry, wir gehen wieder mal in den Zweikampf.
Und was für ein guter Schuss von Mateo Kovacic, der Ball ist aber nur am Außennetz. Lewandowski geht, Rodrigo kommt in die Partie, den kennen wir natürlich noch aus dem letzten Spiel in der Bundesliga, da war der von vornherein drin und dann kam, glaube ich, Lewandowski erst in die Partie. Ist ein starker Wechsel und qualitativ wahrscheinlich kein allzu großer Unterschied, es wird vielleicht ein bisschen einer sein, aber gut, es ist trotzdem ein absolut temporeicher Stürmer, ein sehr starker Stürmer, der natürlich auch dribbelstark ist und das hier vielleicht auch im Spiel dann auf den Platz bringen kann. Boah, die Bayern spielen das jetzt gut, Schubert kommt auf Risiko raus und Schubert ist dann auch da. Und da musste er auch da sein, denn alles andere wäre dann natürlich auf sein Konto gegangen, wenn der Ball reingegangen wäre, zumindest vorbei an ihm, dann wäre das die falsche Entscheidung gewesen. Wir haben aber das nötige Glück, zumindest noch, die Bayern kommen, Kovacic, wieder Schubert, 66 Spielminuten jetzt vorbei und der FC Bayern München macht richtig Druck in Halbzeit 2, bringt Sanchez jetzt auch für Kovacic. Positionsgetreuer Wechsel, einfach nur mehr Tempo, mehr Pace, mehr Fitness und das alles muss jetzt auf den Platz gebracht werden. Mateta, das ist jetzt mal wichtig, dass wir so ein Kopfballduell hier mal gewinnen, um dann einfach auch ein bisschen mehr Kontrolle zu haben und dann Arne Meyer auch schicken zu können. Der hat das Tempo aktuell zumindest noch. Okay, wir haben Glück. Jetzt suchen wir wieder Mateta. Ja, wer, wenn nicht er? Er hat die Kugel, macht den fest und vielleicht dann im richtigen Moment hier unten auf Marco Richter und dann ist er abgefälscht. Aber ich glaube nicht, dass der gefährlich worden wäre. Jakob Gunnarsson beim Eckball, der macht ein gutes Spiel. Gefällt mir wirklich außergewöhnlich gut heute in der Partie, auch wenn man nicht viel sieht. Er hilft immer mit. Und da habe ich nicht mal geschossen, das war angeschossen hier vom Verteidiger. Und die bisher beste Chance in Halbzeit 2, das sagt, glaube ich, einiges aus. Ah, Fehler, Baumgartler, aber Sanchez lässt die Kugel da einfach abprallen und somit auch wieder bei uns in die eigenen Reihen fließen. Jetzt Arne Meyer, komm schon, machen wir das Spiel breit. Haben wir Mateta, der hat den Körper, um so eine Kugel hier zu behaupten. Mateta gegen Boateng und auch noch gegen Joshua Kimmich, der macht die Kugel fest, hat dann das Auge für Arne Meyer, der macht das Spiel sogar richtig gut breit. Dann haben wir hier Richter und dann haben wir im letzten Moment Mario Rui dazwischen. Also es ist ein ganz schwieriges Spiel, es ist pure Anspannung, es ist Herzklopfen, es kann zu jedem Zeitpunkt was passieren, auch wenn es aktuell nicht danach aussieht, aber die nächste Aktion könnte ein Spiel hier entscheiden. Aber Bayern komischerweise ab der 75. ungefähr nur noch mit langen Bällen und die sind für uns komplett einfach zu verteidigen, weil wir da hinten drin zwei gute Stellungsspielspieler haben. Das ist gerade Eihahn und auch Baumgartel, die das hier perfekt machen. Jetzt aber der FC Bayern München, bitte nicht. Jawohl, wichtig. Baumgartel, nein, 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 das darf jetzt nicht passieren. Wir dürfen uns auch nicht rausziehen lassen. Diese Kugel hier ist gar nicht schlecht. Das ist Renato Sanchez. Wir müssen in den Zweikampf, Zimmer auch da. Und dann gibt es nochmal Freistoß. Der Schiedsrichter ahndet das nochmal. Und Santos wird auch mit Gelb bestraft. Okay, wir sind vielleicht etwas zu spät gekommen, auch etwas zu hektisch, aber das ist pure Anspannung, das ist Nervosität. Das ist ja eigentlich jetzt, ja, eigentlich nur noch ein Fight. Es ist eine Minute noch regulär in der Nachspielzeit jetzt hier zu spielen. Joshua Kimmich, das könnte die letzte Aktion sein. Kimmich, Schubert und jetzt bitte keine Chance mehr für Bayern. Weg, Mateta, Sanchez, das ist Coman. Wir wollen hier in die Verlängerung. Mateta, jawohl, gibt's noch einen Konter? Nee, das pfeift der Schiri ab. Und diesmal überzieht er nicht, aber ist auch völlig in Ordnung so. 1-1, 30 Minuten extra. Schulte und Subotic kommen in die Partie. Larsen und Hachi gehen aus der Formation, aus der Mannschaft raus. Wir haben auf eine Fünferkette umgestellt, dann mit zwei Achtern und einem Zehner. Schulte ist natürlich der Zehner. Wir müssen jetzt in der Defensive besser stehen. Das ist etwas zu unsicher geworden, weil ich halt eben glaube, dass der FCB jetzt hier Vollgas geben wird. Das müssen sie auch. Die wollen ja natürlich nicht ins Elfmeterschießen. Ich ja auch nicht. Aber wir müssen uns erstmal drauf konzentrieren, dass in der Defensive nichts passiert. Und mit Subotic haben wir da, glaube ich, einen starken Rückhalt. Den brauchen wir aber auch. Bayern kommt, Schulte ist dazwischen und jetzt raus mit der Kugel. Dann ist es leider nicht Mateta, aber es ist hier genau das eingetreten, das ich vermutet habe. Der FC Bayern München wird hier Vollgas geben. Kingsley Coman, Außenbahn, Baumgartel ist dazwischen und dann gibt es noch die Flanke, Subotic aber klärt und Richter ist dann auch vorne mit dabei. Das ist so, so wichtig, dass wir diese Zweikämpfe hier einfach auch mal gewinnen. Mateta, wohin? Erstmal Tempo rausnehmen. Douglas Santos, der ist zwar schon gelb vorbelastet, aber nimmt den Weg mit nach vorne nochmal auf sich. Und dann ist unten alles frei, dann haben wir hier Kevin Rüegg. Vielleicht probiert das einfach mal selbst, Kevin Rüegg, lauf aufs Tor, Rüegg, Tor! 140 Spielminuten, wir sind in Führung! Und es hat sich alles angedeutet, nur nicht, dass wir hier in Führung gehen, aber der Formationsänderung, sei Dank, ja, wir sind zurück im Spiel, wir sind in Führung, weil einfach jetzt die Außenverteidiger auch viel mehr Möglichkeiten haben, mit in die Offensive zu gehen. Das war zuvor jetzt hier im Aufbau Douglas Santos und jetzt beim Abschluss Kevin Rüegg, Neuer ohne Chance, wir sind mit 2-1 in Front und das aber auch, weil Kevin Richter, wahrscheinlich Kevin Richter, oder? Weil Marco Richter den Ball hier im Mittelfeld nach dem Befreiungsschlag so gut behaupten konnte. Aber der Rekordmeister, der denkt gar nichts ans Aufhören, das ist wieder gut, das ist gefährlich, Douglas Santos, da muss er jetzt raus gegen Serge Gnabry, Flanke, das ist Rüegg, der kann
geklärt werden. Subotic jetzt auch. Mateta, Halbzeit. Die erste Hälfte ist rum. Der FCB, der macht hier eigentlich Vollgas. Die machen ein richtig gutes Spiel, haben gleich viele Schüsse aufs Tor. Von der Statistik her sind wir etwas überlegen, was sich aber so gar nicht widerspiegeln würde aufs Spiel. Denn da sehe ich den FC Bayern München etwas spielbestimmender. Und halt eigentlich auch so, dass wir die ganze Zeit, wenn der FCB hier der Rekordmeister im Ballbesitz ist, irgendwie das Schwimmen anfangen. Schulte bietet sich an, fordert die Kugel und verteilt dann ganz gut. Das ist Arne Meyer und jetzt wieder Douglas Santos. Und genau das sind die Vorteile, die ich zuvor angesprochen habe. Vielleicht jetzt eine Flanke für Marco Richter. Die Flanke ist wirklich gut. Manuel Neuer spielt aber mit und Schulte geht direkt in Rückwärtsgang mit. Wir brauchen in der Defensive Überzahl. Alles andere bringt nichts. Nicht zu viel Risiko eingehen. Douglas Santos lässt sich rausziehen und macht damit eine Lücke auf. Das ist Serge Gnabry. Das ist jetzt auch Nevin Subotic. Wir müssen dranbleiben. Das ist die Chance, hier ins Finale einzuziehen. Jetzt aber eine Lücke gefunden. Rodrigo, und dann wollen sie es einmal zu viel spielen. Schulte, raus jetzt mit der Kugel. Dann haben wir Richter und dann vielleicht im richtigen Moment. Nee, leider nicht. Es ist jetzt pure Spannung. Wir bleiben die letzten paar Minuten jetzt dabei. Ich muss mich aber auch noch hier aufs Spiel konzentrieren. Baumgartel lässt sich rausziehen, muss dann in den Zweikampf. Und dann kommt so eine Bombengrätsche dabei raus. Mateta führt die Kugel. Schulte lässt sich auch noch auf die Reise schicken. Und jetzt vielleicht im richtigen Moment noch auf Richter. Das ist ein Foul von Boateng. Und das wird durchaus mit Gelb geahndet. Genauso ist es. 120. Spielminute. Wir könnten das hier mit etwas Glück tatsächlich über die Zeit bringen. Douglas Santos, hol dir doch einfach mal noch einen Mitspieler her hier. Wir haben ja Zeit. Ja, wir machen das einfach jetzt etwas ruhiger. Wir spielen den Ball jetzt hier mal ein bisschen rum, haben vier Leute am Freistoß gehabt, haben Douglas Santos, der den da sogar noch abhängt und dann im Rückraum noch Schulte findet. Und der geht in den 16er. Schulte, das macht das so gut. Ball abgefälscht. Es gibt Eckball. Und wir lassen die Zeit jetzt natürlich runterlaufen. Machen hier nochmal eine kurze Ecke. Laut der Statistik haben wir den Sieg hier verdient. Sollte es denn einer werden? Marco Richter, Rückraum. Und dann haben wir noch die Übersicht. Baumgartel, Neuer. Der Ball ist geklärt. Und der Ball ist eigentlich im Aus. Der Schiedsrichter pfeift ab. DFB-Pokalfinale Fortuna Düsseldorf. Und das ist verdient aufgrund der Kampfleistung. Aber auch nur aufgrund der Kampfleistung und vielleicht der mehr erspielten Chancen, die aber lange nicht so krass waren wie die vom Rekordmeister. Wir gewinnen gegen Bayern nach 120 Minuten mit 2:1 und stehen im DFB-Pokalfinale. Der Gegner da, der Sieger von Leverkusen gegen Dortmund. Die haben mittlerweile auch gespielt und der Gegner steht fest. Es ist tatsächlich Dortmund, die in Leverkusen gewonnen haben. Das große DFB-Pokalfinale in Saison 2 heißt Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf. Bevor aber überhaupt ein Finale im DFB-Pokal stattfindet, wollen wir diese Folge hier jetzt erstmal beenden und dann die Spannung zur nächsten entscheidenden Folge ganz aufrecht halten. Ich bin unfassbar gespannt, was jetzt hier passieren wird. Wir sind tatsächlich hier in Gladbach unterwegs und das auswärts bei der Borussia, das wird alles andere als ein Selbstläufer. Das ist eine richtig starke Mannschaft. Das wissen nicht nur die Gladbacher, sondern auch wir. Die Choreo im Hintergrund. Für Borussia geht es natürlich auch noch um was. Die wollen irgendwie den Anschluss nach oben nochmal finden. Das Wunder schaffen, auf dem wir aktuell auf dem besten Weg sind, dieses Wunder tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wir schauen auf die Startformation von Borussia Mönchengladbach mit Sommer im Tor. Dann haben wir Laskel, Duffy und Strobel. Dann haben wir also zwei Außenverteidiger, wobei vorher erstmal Kramer. Dann haben wir davor noch einen Zakaria an Neuhaus, rechts Hofmann, links Hazard, vorne drin an Plea zusammen mit Lars Stindl und damit wieder eine sehr offensive Formation, die uns zugutekommen könnte. Ich spiele gern gegen solche Formationen. Wir spielen wieder erwartungsgemäß im 4-5-1, Hatschi auf der 10, links ist dann Jan-Fiete Arp, rechts ist Jakob Brun-Larsen und vorne drin natürlich, wäre es sonst auch anders sein, Jean-Philipp Mateta, eine absolute Maschine. Und es ist natürlich hier ein Showdown. Es ist eines der letzten Spiele jetzt in der Liga und wir wollen schauen, dass wir da vielleicht nochmal Punkte mitnehmen. Gewinnen wir das, haben wir alle 5 Spiele in dieser Folge gewinnen können. 3 davon simuliert, gegen Bayern gespielt und auch hier gegen Borussia Mönchengladbach, wobei das natürlich noch in der Zukunft steht. Aber ich will hier gewinnen. Wir haben die Qualität, wir können das Ding hier auch holen und dafür müssen wir einfach volle Konzentration dann auch auf den Platz bringen. Hatschi sucht unten Jan-Fiete ab, findet den aber nicht. Wir haben trotzdem natürlich 2 Außenbahnspieler und die können durchaus in der Offensive was machen. Ich wünsche es Jan-Fiete ab wirklich, denn er hat jetzt dann auch letzt sein erstes Tor geschossen und er kommt langsam rein. Bisher passiert hier aber zumindest noch gar nichts. Player baut von hinten auf, Gladbach tastet sich so langsam ran, wir aber auch, keiner will zu viel Risiko eingehen, wir laufen sehr viele Bälle im Mittelfeld ab, das ist auf jeden Fall sehr positiv, aber ansonsten ist es wirklich noch echt schwach, gerade in der Offensive. Jetzt aber mal Jakob Brun-Larsen runter, haben wir Jan-Fiete ab und er zieht direkt ab und dann wird es das erste Mal gefährlich, 17. Spielminute, wir machen uns bemerkbar hier tatsächlich im Borussia-Park, zeigen Gladbach, dass wir da sind und die wollen spielen
spielerisch lösen, schaffen es aber nicht, weil wir pressen, weil wir hochstehen, weil wir den Gegner jetzt hier in dem Fall zu einem Ballverlust zwingen. Arne Meyer in die Mitte, Puig, Direktabnahme, Ball wäre gefährlich gekommen, ist aber abgefälscht. Jan Fiete Arp bleibt vorne mit dabei, wichtiger Einsatz. Jan Fiete Arp dann rübergelegt und dann ist er drin! 21. Spielminute, was ein Strahl hier von Hatschi. Richtig, richtig guter Schuss und das außerhalb vom 16er. Da schieße ich ja sehr, sehr gerne. Jan Fiete Arp, was ein Tackling hier gegen Hofmann, dann ein Pass in die Mitte, 20 Meter Torentfernung, einmal rübergelegt, ein schöner Abschluss von Hatschi, keine Chance dann hier von Jan Sommer, beziehungsweise für Jan Sommer, der von Duffy auch noch die Sicht verdeckt bekommt und damit keine Chance hatte einzugreifen. Wir sind tatsächlich in Führung und das Stadion, ihr hört's, ist ziemlich leise. Larsen über die Außenbahn, vorbei an Hazard und dann rein in die Mitte. Larsen, probier's wieder aus der Distanz, dann schießen wir aber Strobel hier ab, 28. Minute, Gladbach ist nicht nah genug an uns, die sind zu weit weg in den Zweikämpfen. Flanke Mateta! 29. Minute, 2:0. Und wer geglaubt hat, das ist aber unmöglich. Ich glaube, gegen Hamburg hat er nicht getroffen. Gegen Bayern glaube ich auch nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Wer gedacht hat, dass der in der Krise ist, nee, das gibt's bei Mateta gar nicht. Bei dem gibt's keine Krise. Und wenn der 33 Spieltage nicht trifft, dann macht er im letzten Spiel 30 Tore, um die Quote wieder aufrecht zu halten. Gefühlt, was eine Maschine. 2:0 Führung in Gladbach. Und das gefühlt 100. Kopfballtor. Also das ist einfach ein Monster. Der wird nächstes Jahr so unfassbar teuer werden und dann auch da natürlich ein Kandidat auf den Verkauf. Fragezeichen, vielleicht ein Ausrufezeichen. Das bleibt natürlich ganz euch überlassen, wie ihr das hier gerne haben wollt. Denn ihr seid der Co-Trainer, ihr bestimmt das Ganze. Wir könnten sehr viel Geld für ihn einnehmen. Das wäre natürlich schon mal ein Vorteil, um dann den Kader in der Breite vielleicht auf eine 80 plus zu bekommen. Denn es geht international. Soweit könnte ich mich festlegen. Und dann müssen wir auch einen Kader haben, der durchaus konkurrenzfähig ist. Alles aber noch in der Zukunft. Jetzt heißt es erstmal Gegenwart und es heißt wieder Mateta. Und bitte mach ihn. Nein. Es ist Sommer und dann Mateta, der dran bleibt, aber auf der Linie kann er dann geklärt werden und dann ist es hier wieder der Anzeigefehler, verzeiht mir das hier oben, aber es war wieder eine Riesenchance. 43 Minuten gespielt, Gladbach hatte gerade mal durch Stindl eine leichte Annäherung in Richtung Offensive, aber bisher ist das zu wenig. Ja, die Fohlen-Elf macht wirklich ein ganz schwaches Spiel, geschuldet dem, dass wir vielleicht auch richtig gut spielen, ja, das kann ich auf jeden Fall so sagen, aber trotzdem hat man natürlich auch immer eine gewisse Eigenbeteiligung und die ist hier wirklich absolut bei 0%, es funktioniert gar nichts, wir spielen in der Offensive richtig gut. Jan Fiete Arp, der auch maßgeblich an der Führung hier beteiligt ist, sucht wieder Puig. Fiete Arp wieder mit der Vorlage. Der macht ein starkes Spiel und vielleicht ist er jetzt wirklich angekommen. Eine Riesenchance vor der Pause sogar noch auf 3:0 zu stellen. Flanke ist dann hier von der Ecke nicht ganz so gut. Gladbach kann klären, aber das war die letzte Aktion. 2:0. Komfortable Pausenführung. Die Spieler von uns noch nicht bei 100% aufgrund der englischen Woche. Schulte und Geiger kommen jetzt rein. Das Ganze für Arne Meyer und auch auf der 10 für Hatschi. Wir wollen da einfach mehr Stabilität und wieder Fitness haben. Ja, natürlich dem geschuldet, dass im Pokal jetzt die englische Woche war. Das ging in 120 Minuten. Die Spieler waren nicht bei 100%. Die meisten sind es auch bis jetzt noch nicht gewesen, dann bevor das Spiel hier begonnen hat. Und von daher werden wir dann durch Wechseln das Ganze kompensieren können. Das können wir auch gut, denn da haben wir mittlerweile auch Qualität. Puig vielleicht wieder aus dem 16er draußen. 50. 3:0. Das ist zu einfach und Gladbach. Da pfeifen die Fans jetzt auch. Und das ist durchaus jetzt auch mal in Ordnung, denn da kommt gar nichts. Das ist auch nicht wirklich eine Machtdemonstration. Wir spielen zwar ein richtig gutes Spiel, aber kein dauerhaftes Powerplay, sondern wir gewinnen einfach die entscheidenden Zweikämpfe und haben auch gar keine Gegenwehr. Was macht denn der Strobel da? Kann mir das einer erzählen? Guck mal, der ist 2 Meter entfernt von uns und er war gerade zuvor beim Ballbesitz Puig am Anfang noch direkt neben uns. Und dann lässt das so eine Riesenlücke. Puig kann selber nicht fassen. 3:0 und das ist vielleicht sogar schon die Vorentscheidung. Jetzt vielleicht mal Gladbach, die jetzt wirklich in die Partie kommt. Spielen das gut, haben mehr Ballbesitz, sind bemüht um mehr Kontrollen. Hofmann geht, ich weiß gar nicht, wer jetzt dafür reinkommt hier. Der Mann mit der 16 könnte Traoré gewesen sein. Und damit heißt es einfach ein positionsgetreuer Wechsel. Sie bleiben der offensiven Formation treu. Das ist aktuell nicht gut gegangen. Mateta auch in der Defensive einfach. Es ist einfach ein perfekter Allrounder. Das ist der absolute Traum der Spieler hier. Und der mit Abstand beste Transfer auch bisher von uns. Wobei das alles im Kollektiv wunderbar harmoniert. Langer Ball, Schulte kann sich da leider nicht durchsetzen. Gladbach ist in der Defensive jetzt auch etwas stabiler. Naja, gerade sage ich es, dann kommt da sowas bei raus. Ja, es ist schwierig. Auch wenn sie in der Partie jetzt ein bisschen besser sind, ist das halt viel zu spät. Die wachen vielleicht jetzt auf, aber das reicht nicht mehr, um da zurückzukommen. Schönes Zusammenspiel, da haben wir Traoré, 74. Spielminute, ein Abschluss, aber Schubert ist da. Und da machen wir schnell einen langen Ball vorne auf Mateta, der behauptet den, nimmt Schulte mit. Und dann ist es einfach auch perfekt. Guckt euch mal an, das hat alles Hand und Fuß. Das ist jetzt ein richtig geiles Spiel. Das macht Laune, das hat alles System. Wir haben die perfekten Spieler, die aufeinander zugeschnitten sind.
Mateta bleibt dann auch am Ball, bindet dann sogar noch Schulte mit ein und er sucht oben noch Jan-Vieter Arp, der ist blatt, der wird vermutlich dann gleich auch nochmal ausgewechselt. Jan-Vieter Arp, Gianluca Itter für Douglas Santos, der ja gesperrt ist in der Partie, habe ich anfangs glaube ich vergessen zu erwähnen. Dann haben wir Jakob Brun-Larsen, der hier im 16er ist, der das auch wirklich gut macht. Jakob Brun-Larsen, oh mein Gott, was war das denn bitte für eine Körpertäuschung? Und dann ist er angeschlagen, ist auch verletzt und wird jetzt dann vermutlich rausgehen und Arp wird durchspielen. Was eine Laufleistung hier von Jakob Brun-Larsen, das hätte eigentlich mit dem Tor hier gekrönt werden müssen. Jetzt haben wir hier Schulte, das ist zu einfach, Kramer steht da gut. Ja, 7-8 Minuten, Gladbach spielt jetzt auch viel in der eigenen Hälfte noch rum, die haben irgendwie gar keine Lust mehr nach vorne was zu machen und das ist eigentlich sinnbildlich dafür. Was ein Lullipass hier von Traoré. Die Nachspielzeit läuft bereits und wieder mal war es ein Abschluss von Schubert, den wieder mal Mateta einfach mal so festmacht. Also, ich weiß gar nicht, ob es einen besseren Stürmer gibt, also ich komme mit dem so unfassbar gut zurecht und er ist auch hier wieder eigentlich einer derjenigen, die Dose geöffnet haben, gerade in dem Spiel 3-0 in Gladbach. Das Pfeifkonzert ist zu Recht, ja, weil von Gladbach kam zu wenig und wir haben tatsächlich das Maximum geholt. 5 Spiele, 5 Siege, aber nur 12 Punkte. Warum? Weil natürlich Bayern im Halbfinale Pokal war und damit also 4 Siege und ein Pokal-Halbfinalsieg. Was bedeutet das immer im Finale? Und in der Liga haben wir uns oben festgesetzt. 11:3 Schüsse, 8:0 aufs Tor. Das ist zu wenig. Und wir schauen hier auf die Ergebnisse. Aktuell sind da ein paar wichtige dabei. Hoffenheim oben patzt gegen Schalke. Und wir gucken einfach mal auf die Tabelle. Und wir stehen tatsächlich jetzt auf Platz 1. Der BVB kann aber noch nachrücken. Die spielen jetzt dann hier in Köln und haben hier oben, glaube ich, normalerweise ja dann auch noch ein Spiel. Ist aber völlig egal. Wir müssen auf uns schauen. Wir haben jetzt tatsächlich auf Leipzig 8 Punkte Vorsprung und wir können eigentlich gar nicht mehr aus Europa rausgedrängt werden. Wir wollen aber nicht nur in die Europa League, sondern auch in die Champions League. Und da haben wir, wenn Bayern quasi maximal nur einen Punkt holen sollte, 7 Punkte Vorsprung. Also das ist alles in Ordnung. Es ist also aber trotzdem noch lange nichts entschieden und die letzte Folge wird eine ganz entscheidende, denn da müssen wir alles reinsetzen. Wir spielen gegen Mainz, dann gegen Schalke, dann gegen Hertha und eine Woche drauf gehen im BVB auch noch das Pokalfinale. Das Ganze in der nächsten Folge und ohne Abstimmung, denn also mit der Abstimmung, ob ich alles selber spielen soll, ist ganz klar. Aber hier in dem Fall eigentlich mit allen Spielen, weil ich habe Bock, dass wir alles spielen. Und dann verabschiede ich mich aus der Folge mit folgendem Team im Hintergrund. Das ist aktuell unsere Startformation. Verzeiht mir jegliche Aussprachefehler. Ich bin nicht ganz zufrieden im Commentary. Kotzt mich auch selber etwas an. Ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht allzu übel und die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch einen Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und dann bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich bin raus. Haut rein und ciao.